Beim Durchfahren oder Durchlaufen der heutigen Hochstraße ist kaum vorstellbar, dass mitten auf dieser Straße mehr als 250 Jahre lang ein imposanter Baum stand. Unter diesem spielte sich seinerzeit nicht nur das Marktleben ab, hier fanden wichtige Teile des Dorflebens, des sozialen Miteinanders statt. Im Schatten der mächtigen Linde spielten Kinder, junge Menschen flanierten und turtelten. Frauen und Männer besprachen sich, die Alten ruhten sich dort gerne aus. Es ist kein Zufall, dass am 2. Dezember 1693 ausgerechnet eine Linde durch den Bürgermeister und die Schöffen gesetzt wird, denn dieser heimische Baum gilt als Freund der Menschen, als Glücksbringer und als Wahrzeichen vieler deutscher Dörfer und Ortschaften. So sind es bis heute noch Linden, welche die Seiten der Hochstraße umsäumen und das grüne Ortsbild prägen. Im Sonsbecklied wird von Freud und Leid berichtet, die dieser Dorfmittelpunkt mit den Einwohnern teilt. Von Kirmesfreuden und Totenglocken, aber auch von Schicksalsschlägen handelt der Text. So geschehen beispielsweise am 1.7.1914, 4 Wochen vor dem plötzlichen Ausbruch des Ersten Weltkrieges, als ein Sommersturm einen Großteil der Krone herausbricht und den Habitus nachhaltig verändert. Oder bereits 1848. Damals greift eine Revolution auch in Sonsbeck um sich. Der Bürgermeister Friedrich Freiherr von der Heiden-Rinsch wird abgesetzt und eine aufgebrachte Menge zwingt ihn zur Herausgabe der Rathausschlüssel. Dann beginnen die meuternden Bürger unter der Führung eines Mannes namens Kohlenbohm die Linde zu fällen. Neben der Linde, im späteren Geschäft Topol an der Ecke Hochstraße-Kirchstraße, wohnt ein jüdischer Kaufmann, Herr Heimann. Ihm wird angedroht, die Linde auf sein Haus stürzen zu lassen, wenn dieser nicht ein Fass Branntwein spendiere. Heimann besorgt das verlangte Nass und der Teil der Revolution ist somit rasch beendet. Den Bombenhagel des Krieges übersteht die Linde nahezu unversehrt. Umso überraschender ist das Ende des botanischen Ortsmittelpunkts. Am 2. August 1949 bricht die Linde bei einem Sommersturm, der nicht einmal besonders stark war, komplett in sich zusammen. Die Bürger sind geschockt und traurig. Nach 256 Jahren sieht das Ortsbild völlig anders aus. Zwar wird unter der Regie des Amtsdirektors Rossow am 13. November des gleichen Jahres eine neue Linde als Ersatz gepflanzt, jedoch wird dieser Baum wenige Jahre später den geänderten Verkehrsanforderungen geopfert. Die Sonsbecker Marktlinde ist endgültig Geschichte. Oder etwa nicht?